Oh ja, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Together Donkey Kong Country 2 mit der lieben Mel. Blue Millennium. Genau. Ich darf mich gleich wiederholen. Verhecke dabei nicht. Gut. Ich hab Latenz. Kacke. Weißt du warum? Wir haben es nicht eingestellt. Das machen wir kurz. Warte, ich mach noch Steam schnell zu. Professionell wie eh und je. was? So kennt man uns. So kennt man uns. Total daneben, ab und an. So. Oh Gott, modernes Leben ist manchmal voll daneben. So, jetzt kannst du. Da. Ja, du bist auch da. Hallo? Jetzt geht's direkt, oder? Ja. Genau. Das haben wir nicht umgestellt. Ja, schlau. Konntest du dich nicht entscheiden, ob du ins Wasser springen willst oder den besiegen wolltest, und dann bist du so knapp vorbeigesprungen, Alter. Ich bin eh voll risky. Und risky ist sie auch. Und das war noch viel knapper. Wie noch nie. Oh Mann. Oh Mann. Wir haben ja letzten Part über Spinnen geredet. Das stimmt. Wir haben uns dabei an dem Abend so arg ablenken lassen. Ja, sowas. Dass wir nichts mehr abgenommen haben. Weil es dann plötzlich 2 Stunden später war oder so. Hm. Oh, plötzlicherweise. Da dachten wir uns so ein bisschen, ich glaube, wir haben irgendwie. Es war nicht schlimm, weil es war die Natur, die Spinnen. Wir haben uns dann angeguckt, wie gewisse Natur sich. Ja, Kämpfe. Leisten. Ja. Da hinten war doch noch ein Dicke-Fass, oder? Keine Ahnung, Geritur, weil das Wasser bist du jetzt eigentlich immer bald droht werden. Ja, ich hätte es auch direkt schaffen können, weiß ich nicht. Was machen die da oben? Aufgeblasen? Die ab? Nee, die sind zu arg aufgeblasen, Alter. Ist es hier schon? Nee, wahrscheinlich nicht. Ah. Hier nochmal neu. Oh. Ja. Miko geht alle falschen Wege zuerst. Denn alle guten Dinge sind 3. Wie gesagt, wir haben es ablenken lassen von sehr taktischen Kämpfen mit Spinnen, Gottesanbeterin, und haben uns gewundert, wie dumm manche Tiere können sein. Ja, nicht nur das, sondern wie extrem auch manche Tiere sein können. Aber es gibt manche, die sind dumm. Kann man so sagen. Dazu zählt dieser Fisch hier nicht. Ja. Der Enguard. Der Stecher. Der Stecher, Enguard. Der ruft immer Enguard. Hat man. Ist unter Wasser, deswegen hört man es nicht. Das ist schallgedämmt. Bam. Schon 10 Coins. Ja. Das war ein bisschen komisch, wie ich den gedings hab, ne? Ist so strange. Ich wusste gar nicht. Irgendwie dachte ich, ich hätte ihn mit einer Drehung erwischt, aber dann irgendwie doch mit einem Sprung. Fängst du jetzt an, wie ich zu sein? Nee, das mache ich auch sonst immer so. Nur hier und da, mal nie, so, mal so. Das hier ist meine Art und Weise. Bam. Und dann schön im roten Wasser rumdingsen. Dicke Coin mit so einem. Boah. Das gehört, weißt du, ich bin voll hot als Frau. Und ich habe unser Leben geholt. Ich bin so cool mit meiner Gitarre. Mann, oh Mann. Haben die sowas denn gar nicht unter Kontrolle? Sowas. Außer Kontrolle, außer Kontrolle. Yeah. Ich wollte eigentlich weiter über Spinnen reden, aber ich habe vergessen, was ich wollte reden. Wir haben davor gesagt, wir wollten über Spinnen reden, aber irgendwie. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind irgendwie rausgekommen. Ist ja schon ein ganzer Tag her, bald. Nee, wir hatten auch gerade eben noch Bock, darüber zu reden. Ich weiß nicht, was ich im Part genau als. Ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich wollte ja erklären, was ich gemacht habe, weil ich eine ganze Spinnenfamilie an meiner Fenster hatte. Und da habe ich im Sommer einfach nur beschlossen, diese ganze Spinnenfamilie oder Bagage kommt. Spiel doch noch knapper. Ja, die ganze Spinne zu töten. Da kam die blendende Idee. Die attackieren auch von selber. Der tierische Hilfe.
ich weiß, aber trotzdem tue ich's. Und da habe ich einfach beschlossen, im Sommer die ganzen Spinnen zu eliminieren, Ende Sommer. Und ja. Was? Warum? Ich wollte die weghaben. Ich konnte meine Pfütze nicht mehr aufmachen. Ich hätte was da. Da. Ja, da habe ich beschlossen, die wegzukicken und da habe ich das Weibchen auf die Nachbarin ihr Kopf geworfen. Aus Versehen. Du nennst das aus Versehen? Ich habe nicht geachtet, was da unten rumläuft. Ich wollte dann einfach sie weggekickt. Da hat sie eben ein neues Nest gehabt. Ja. Also merkt euch eins, wenn ihr eine Spinne seid, geht nicht zu Mel. Es ist nicht gut für euch, Spinnen. Ich werde euch auf alte Omas werfen. Och je. Die hat wahrscheinlich den Schreck ihres Lebens bekommen. Die lebt doch. Das ist gut. Wenigstens etwa. Wenn die überhaupt gemerkt hat, dass sie den Spinner am Kopf hatte. Und jetzt? Warum? Yes. Ja, das passt. Ja, vorhin hat's auch gepasst. Nee, das wäre knapp gewesen. Ja, aber es hätte geklappt. Knapp heißt er nicht. Du kannst auch noch wenn das in dich ducken, wollte ich nur mal so sagen. Jetzt kannst du gleich das Fass nehmen und da drauf schlagen, auf den oberen. Damit du unten. Okay, dann holst du halt nicht die Dicke ein, aber ist mir egal. Wir spielen kein 100%. Ja, ich meine ja nur. So. Aber das TNT-Fass kannst du aufheben. Aha. Aber das DK-Fass noch. Interessant zu wissen. Weiß ich mal ab nun. Hätte ja sein können, dass ich vielleicht sterbe und ich es gebraucht hätte. Nein, dass ich es dann gebraucht hätte. Weil ich muss es dann ja auslösen. Wenn du gestorben bist, weißt du, was ich meine. Da hätten wir den Zaubertrick gemacht. Guck mal. Da fliegt ein Affe runter. Aber der kommt dann plötzlich aus dem Fass. Was? Sind Hexen am Werk oder was geht hier ab? Oder ein Son Goku. Ja, Son Goku kann doch nicht zaubern. Der kann doch nur momentan teleportieren. Manchmal frage ich mich, was in meinem Gehirn überhaupt funktioniert. Wahrscheinlich ist da nur tropfende Milch dauernd. In einem Bild, in einem Video. Weißt du, so tropfende Milch und diese tropfende Milch. Wenigstens hast du diesmal keinen Schuss gehabt, da durchzugehen. Mein Gehirn ist auch aus. Gut, passt. Ja, muss man doch. Das sind so verrückte Spiele, da muss man doch sein Gehirn ausschalten. Und da geht's hier hoch. Schmeiß mich nach links, los, nach links! Hey, ich will nach. Oh, ich hab gesagt nach links! Ich hab gesagt, ich schmeiß dich doch rechts. Oh Mann! Hallo, yeah. Gute Skill. Ich brauche auf den Kopf. Ja, das war auch von lustig. Ich dann so, ey, nach links, nach links! Und dann hab ich nach rechts geworfen. Ja, du bist halt rechtens. So. Hui. Ja, das war schon der erste perfekte Fasswurf. Weiß man schon, was uns erwartet oder mich. Ich konnte. Ja, okay. Die Musik ist eigentlich auch geil. Mhm. Ist egal, welche Musik man hört, Donkey Kong Country 2, man muss immer mitsingen. Mhm. Und auch die Bonusmusik, Alter. Finde die Münze! Mhm. Los, wir finden die Münze. Ach nein, lass mich raten, wieder das letzte. Dann bin ich wohl das allerletzte, oder was? Willst du mir das erzählen, Spiel? Lass mich raten, es ist das untere. Ah, ich bin doch nicht das letzte! Yeah. Vorletzte! Vorletzte. War es sogar. Ups. Hui. Oh. Das hört sich überhaupt im Pirat nicht an. Ja, das ist jetzt eine Mine. Ich meine sonst andere Soundtracks. Ja, auf dem Schiff, aber... Ja, die meinen sich ja. Ja,
Ich finde es trotzdem geil, die Mucke da. Ich weiß. Hey, ich habe doch nicht gesagt, dass das scheiße ist. Nein, aber ich finde sie trotzdem geil. Ich finde sie auch geil, aber sie kann auch piratisch sein und geil sein. Ui, wer ist das? Hier, das nächste Bonus-Level. Nur durch dich, mein Mann. Was? Du bist ja nur umoperiert. Ja, ich habe halt irgendwie... Ja, meine Stimme habe ich dabei nicht rumoperiert, dafür hat das Geld nicht ausgereicht. Affen klingen eh gleich. Genau. Dann gehe ich jetzt den schnelleren Weg. Oder auch nicht. Ist jemand zu dumm, einfach hochzugehen? Da gehe ich ja gleich hoch. Kann ich auch so? Ach, das geht ja auch seitlich so. Ah. Hm. Oh, jetzt weiß ich Bescheid. Cool. Hui. Hey, plötzlich kann ich das normal. Hey, seit wann das denn? Du hast heute Skill gegessen. Ja, jetzt erst. Vorhin nicht. Vorhin sah das noch anders aus. Warte, du hast das gesagt. Commentators Curse. Wo bist du? Scheiße, verkacke ich jetzt gleich. Irgendwann. Richtig dumm. Wir sind on air. Da schmeißt er seine Sichel. Mann, für mich sieht es so aus, als würde er immer Kokosnüsse werfen, unser Squawks. Für mich hat das damals ausgesehen, als würde er Kekse spucken. Ja, könnte man auch drauf kommen. Wie sieht auch so aus? Sieht aus wie ein Cookie. Ja, ich weiß. Oder auch wie eine Kokosnuss nicht. Da geh ich jetzt auch. Das sieht nicht so aus wie eine Kokosnuss. Hey. Keiner hätte gedacht, dass das Eier sind. Ich glaube, das sind auch am Ende Eier oder so. Also offiziell. Hm. Würde mir Sinn machen, dass er Kekse spuckt als Eier. Ja. Seit wann essen denn Vögel Kekse? Im das normalen. Ist ein Papagei. Ja, ich meine im natürlichen Lebensumfeld. Ja, welcher Vogel kackt seine Eier aus dem Mund? Es ist rare. Es ergibt alles gar keinen Sinn. Egal was für egal welche Sachen wir aufbauen, es ergibt alles keinen Sinn. Für manche sind es. Was? Das ist einfach despawned, das Item, was da gekommen ist. Ist mir aber schnurzpip egal, das ist so cool. Mann, ich stelle mich hier wahrscheinlich so blöd dar. Du musst doch unbedingt speichern, oh. Speichern ist was für Loser. Ach, man kann speichern, wenn ich will. Ich verstehe dich nicht, wenn du so extrem Akzent machst. Das ist einmal egal. Ja, das hab ich verstanden. Das hast du verstanden. Ja, das auch. Ja, das hat ich. Und das auch. Was hast du alles verstanden? Bekämpfe dir gerade dein vorjähriges Schwert. Ja, du musst ihn jetzt mit der Kanone. Achso, okay, ich habe gar nicht gedacht. Oh, nee. Was? Ich habe ihn doch getroffen. Was machst du? Nein, du hast die Kanone. Ich habe ihn doch getroffen. Ich bin nicht besser gewesen als du. Da bin ich wieder getroffen. Ja, aber ich bin dann wegen dir so durcheinander gewesen, weil du nicht so etikett hast, wie ich das gerne. Achso, wie du das gerne hättest. Oh! Das meinst du ja. Ja, jetzt werde ich gewinnen. Jetzt bin ich alleine von Anfang an. Jetzt stich doch mal seinen heißen, stacheligen Schwert in meine Paar. Und dann brennt mein Arsch. Wie Hämorrhoiden. Na, du bist in der Lava. Du bist in die Lava reingesprungen. Ich lebe noch! Nein, du bist da reingesprungen, als du gestorben bist, weißt du? Achso, okay. Und jetzt? Was mach ich jetzt? Ja, du bist im Creative Mode. Ah, stimmt ja, da sollte man ja nicht gleich sofort werfen. Ich dummer Idiot. Ah! Ha? Ah! Ah, bei dir ist wieder Buggy. Ich lebe noch. Keine Angst mehr. Ich lebe noch. Ich lebe auch noch, nur ich habe die Kugel nicht gefunden. Wie, du lebst? Ich lebe! Du lebst? Ich lebe! Ich... Nein! Ich kämpfe gerade gegen den Typen. Nein, warum? Das sollte ich besser gewinnen. Ja, weil ich gewinne auch, aber dann ist das doch voll cool. Ich hab gewonnen. Ich glaub ich jetzt... Ah ne, ich muss noch ein bisschen kämpfen. Mir hat's noch gedauert. Aber, ja, aber ich muss den jetzt schnell töten. Ja, jetzt darf ich nichts mehr bewegen. Also müssen...
Jetzt müsste es, ist auch voll komisch, jetzt müssen wir doch in das Level rein und einer muss Select drücken und dann müsste es, glaube ich, wieder synchron sein. Du bist dran am Bewegen. Ich bin noch nicht dran, warte. Ich weiß, weil bei mir bist du auch gleich am Bewegen. Jetzt drückst du auch mal kurz, ne? Select? Die B-Taste. Vom Super Nintendo. Okay. Weißt du? Ich drück sie bei dir. Weißt du bei mir? Findest du das nicht? Nein. Und bei dir bewegt sich auch nichts mehr, ne? Nein. Du bist ja dran. Wie sollst du da bei mir was bewegen? Ja, ich drück doch Start und das heißt, wir sind total asynchron. Okay. Nee, warte. Bist du in den Dschungel gegangen? Ich bin jetzt in den Dschungel. Ich bin auch im Dschungel. Wechsel mal. Ich bin jetzt nach links gelaufen. Ich gehe jetzt ins Level rein bei dir? Bei mir hängt das Spiel. Ey, jetzt hast du bei mir endlich was gedrückt. Jetzt geh noch mal rein. Bei mir hängt's. Ich hab bei dir jetzt geswitcht, oder? Jetzt bist du dran bei mir. Bei mir hängt's. Ganz? Hä? Wie? Es hängt. Ja, dann sag doch mal was. Ich kann nicht wissen. Du musst sagen ja, nein. Es hängt bei mir. Ich bin im Dschungel immer noch und es hängt. Und du bist eigentlich am Spielen. Und ja. Ich glaube, wir müssen... Ja, dann sag doch. Okay. Los. Wir müssen resetten. Mhm. Gut, dass ich gesaved habe. Eigentlich müsste jetzt der Spielstand laden. Ich drück mal... Ich lade einfach das Spiel. Bist du jetzt auch neu? Ja. Gut. Dann schneiden wir das zum Teil raus, oder wie ist das? Ich lasse das drin. Okay, dann lasse ich das auch drin. Du musst halt mal sagen, wenn das bei dir auch so total komisch ist und bei mir auch. Hm. Also, wenn das so ganz gut. Nein, du hast. Na egal, dann spiel halt auf Englisch Spaß. Gut, dass ich da gesaved habe. Ja, jetzt ist alles auf Englisch, weil du das nicht umgestellt hast. Gott, stell mal später um. Ja, das geht dann nur, wenn wir sterben oder wieder neu im Bildschirmmenü sind. Aber ist eigentlich eh scheißegal, was sind nur die Level da. Mehr ist ja nicht übersetzt worden. Ich hoffe, diesmal stirbst du nicht mehr einfach so davon und dass ich dann das Level mache und du bei dir eigentlich immer noch lebst. So gesehen haben wir jetzt in beiden Sichtweisen gesehen, wie man den Boss, wie wir jeweils den Bossgegner alleine fertig gemacht haben. Mhm. Und jetzt machst du es wahrscheinlich alleine, weil du die Übung hast von gerade eben. Ich habe den eigentlich immer besiegen können. Ich ja auch. Ja, manchmal ist man halt zu dumm dafür. Das war ganz normal, Mann. Und das war knapp und da bist du drüber gesprungen. Oh ja. Da wollte man voll mit seinen spitzen Schwert in den Arsch stechen. Das heißt, wir können zum Beispiel diesen Part auch minimal länger treiben, oder? Weil wir hatten technische Probleme. 25 Minuten? Zum Beispiel. Jo. Nein, hier waren wir. Ja, du musst zurück! Ja, da war doch die Kanonenkugel da drüben. Du musst ja nur einmal auf die Seite wechseln. Die Kanonenkugel kommt ja. Was? Du hast die Kanonenkugel doch nicht genommen. Doch, ich hatte sie genommen. Ich hatte sie in der Hand. Bei mir nicht. Ich glaube, es ist einiges asynchron. Sag mir Bescheid, wenn ich sterbe. Du bist gestorben bei mir schon lang. Und ich gehe jetzt um ins Level. Ich habe ihn gerade besiegt. Nicht schon wieder. Dann sage ich doch mal viel, dann wärst du in diesem Part immer. Wir werden das zusammenschneiden. Also, sag mal, sitze ich nach dem Schnitt wieder. Wieso? Wir haben doch jetzt schon knapp 20 Minuten. Okay, dann sieht man sich nicht. Wir haben eh viele Probleme zu lösen. Das sage ich nochmal. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.